Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Elsa mit der Lou und dem CL. Und Hekate ist scheiße, aber Lou ist einfach. Da ist der. Alter. Ja, Logo. Die sind ja noch schlimmer als im normalen PvP, so viel wie die Ignoren. Ziehst du es jetzt ein oder muss ich noch mal nachhelfen? War das alles? Ja. Bisschen Müll loswerden hier. Okay. Dann geht's jetzt weiter mit Zentrum der alten Wasserstraße. Ja, lul. Okay. Vielleicht der Promotion ja bei ihm anlassen. Sockeln. Ich werde die hier sowieso nie gebrauchen. Danach. Also, pff. Haben wir die wenigstens etwas sinnvoll gesockelt? Ja. Einer hat Machtbusterring, perfekt. Der andere hat Ring der Agilität. Passt. Ich soll nur noch den Dungeon starten. Nicht zufrieden. Hallo, 55. Immer schön einer. Ich zeige euch mal, was ich so kann, ja? Wieso macht der ganze von Marvas und schießt nicht? Ey, geil, das geht ja um die Kurve. Kann man es doch so im PvP benutzen. Das ist cool, das freut mich.
der eine wohl weiß, dass man mit Marvas auch hoch und runter zielen kann? Irgendwann wird er es herausfinden. Lustig wird der Hyperactive, der mit dem zweiten Klassenwechsel kommt. Aber richtig lustig. Ja, den kann man auch in der Luft einsetzen. Das ist das Geile, warum ich die Attacke aufgenommen habe. Vor allem im PvP. Wenn der Gegner dann mal am One ist, dann zack. Hallo, Chloe. Immer wie schnell sich die Leiste von Lu füllt gerade, von Ciel füllt gerade, ohne dass ich was mache. Das ist sehr nice. Jetzt keine Attacken einsetzen, also Skills. Sondern mit Lu auch ein bisschen MP sparen. Okay, danke Fett. Oh.
nicht simpel? Ja, Mabas geht schon ab bei Bossen. Ach, wisst ihr was? Ich will diese Runen endlich mal komplett haben, die 30. Mach das jetzt. Also den Film ja 2 Tage, wo ich die Quest gemacht habe. Es wird eng. Ah, stimmt. Hierfür habe ich ja jetzt auch endlich den hier. Schön. Das ist schon angenehmer. Vor allem kontinuierlicher Schaden. Ich muss noch die ganze Zeit Y drücken. Ach ja. Schon wieder 3 machtloser Perlen voll. Alter, schau dich mal an, wie schnell sich die Machtbusserleiste füllt. Schwupp, eine Perle voll. Die nächste schon voll.
Fenster von Norbas. Jill, ich mag einen Tee haben. Tja, schade. Möchtest du einen Tee? Zentrum der alten Wasserstraße schwer. Ach, das packe ich noch in die Folge, wenn er dann wieder zu lang wird. Eintrittscoupon. Und ein Zauberstein. Heldenmünzen gesammelt. Willkommen beim Kobo Service. Nummer 1 ja. Deiner Kundenzufriedenheit. Zauberstein. Ich hoffe, du hast eine schöne und angenehme Reise. Noch ein Chiliatsch dabei. Was ich bei Chiliatsch gut finde, ist, die hat einen Skill, mit dem sie unverwundbar ist und keinen Schaden bekommt, außer Zusatzschaden. Und das geht richtig ab dann mit ihr. Ein PR halt erhöht wie sonst was. Das ist in Dungeon für Bosse richtig geil. In PvP ist es eher vom Nachteil, wenn man es nicht richtig benutzt. Weil, es kostet 200 MP, glaube ich, oder 100. Auf jeden Fall relativ viel. Und man kann nicht rennen, während man das aktiv hat. Ah, da weiß jemand, wie man Marbus benutzt. Sehr gut. Boing. Füße? Okay. Das ist auch cool an Seelenraub, wenn man schon alle Seelen voll hat, mal ein bisschen MP zurück. Jetzt kommt die liebe Chloe. Ah, fick dich, Chloe.
den Dungeon zu liefern wäre asozial. Das mache ich nicht, auch wenn ich die Quest schon abgeschlossen habe. Muss sein. Ich lasse sie halt mal in Ruhe aufladen. Arudolossus, ich liebe dich. Ich bin voll ein Fanboy. Ah. Alter Wrestlergott. So schön. Große Vision. Läuft. Ich hab den Ring bekommen, nur weil ich Fanboy bin. Du hast Blut. Das muss ich dir lassen. Du hast gut gekämpft. So, das war's dann mit dieser Folge. Verzeiht die Überlänge. Bis zum nächsten Mal.